Moin aus Walsbüll. Volkstrauertag. Das ist der Tag, an dem wir an die Leiden und die Toten der vergangenen Kriege erinnern. Nachher stehen in vielen Dörfern und Städten Menschen an Orten wie diesen, an den Ehrenmalen, obwohl November herrscht und es kalt ist und ungemütlich und zum Teil laut. Es sind nicht viele Leute, die da stehen, aber sie stehen da stellvertretend für alle, die in irgendeiner Form von Krieg betroffen sind. Soldaten wie Zivilistinnen, Opfer und Täterinnen. Wir denken an sie in der Hoffnung, dass es nie wieder geschehen möge, obwohl wir es besser wissen. Denn es gibt noch so viel Krieg und die Pandemie verschafft das Ganze auch noch. Auch im vergangenen Jahr waren deutsche Soldatinnen und Soldaten und viele andere Helfende an so vielen Orten der Welt, um dem Frieden zu dienen, und doch ist es immer zu wenig. Massen von Flüchtlingen irren in der Welt umher. Und die Folgen von so vielen Kriegen kommen hier bei uns an. Diejenigen, die hier stehen, vertreten sie alle. Und auch die, die davon scheinbar nicht betroffen sind, werden vertreten. Denn es ist Volkstrauertag. Und eine so große Trauer kann man nur gemeinsam tragen. Egal, ob hier körperlich anwesend oder nicht, eines können wir immer tun. Am besten gemeinsam. Und das ist beten. Ich lade Sie und euch ein, das Friedensgebet von Coventry mitzubeten. Coventry wurde heute vor 81 Jahren am 14. November von der deutschen Luftwaffe fast vollständig zerstört. Daraus entstand eine der größten Friedensbewegungen aus diesem zerstörten Ort heraus. Es gibt eine ganz besondere Verbindung zu Lübeck. Gucken Sie das mal nach. Und daraus entstand die Nagelkreuzbewegung. Aus Zimmernägeln, die man gefunden hat, wurden Kreuze gemacht. Eine sehr große Friedensbewegung, an der auch 63 deutsche Städte und über 160 Städte weltweit beteiligt sind. Eines der Gebete ist das hier. Du Gott des Friedens, führe mich vom Tod ins Leben, aus dem Trug in die Wahrheit, führe mich aus Verzweiflung in die Hoffnung, aus Angst in Vertrauen, führe mich vom Hass zur Liebe, vom Krieg zum Frieden. Lass Frieden unser Herz erfüllen, unsere Erde und das All. Amen. In diesem Sinne, Gottes Segen. Amen.